So, Rolfs Ramadan-Experiment geht langsam aber sicher zu Ende. Ich habe seit heute Morgen 3.40 Uhr nichts mehr getrunken und nichts mehr gegessen. Das ist meine Startuhr. Hier steht jetzt 21.26 Uhr und um 21.27 Uhr darf ich wieder loslegen. Fazit dieses Tages: Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, nichts zu trinken. Das mit dem Essen ist irgendwann am Nachmittag vorbei, auch wenn ich mir die Zeit mit Fernsehschauen vertrieben habe. Da will man immer irgendwas knuspern oder wenigstens mal einen Apfel essen. Das habe ich irgendwie hingekriegt. Aber das mit dem Trinken, das ist wirklich, wirklich der Hammer. So, ich schaue noch mal ganz kurz. Jetzt ist es soweit. 21.27 Uhr, ich habe es tatsächlich durchgezogen und ich muss an dieser Stelle wirklich allen muslimischen Bürgern in Augsburg, Stadt und Land meinen größten Respekt zollen, wenn ihr das wirklich einen Monat durchzieht. Es ist ja unfassbar, wie kann man das eigentlich schaffen? Ich habe es nur einen Tag gemacht, für mich war es eine tolle Erfahrung und jetzt darf ich natürlich auch wieder ein bisschen essen. Ich werde es nicht übertreiben, mein Magen ist ganz klein. Wichtig ist natürlich, dass ich erstmal ganz, ganz viel trinke. Mein Körper braucht es und dann habe ich mir so eine ganz Kleinigkeit hier noch vorbereitet. Also ein bisschen darf es dann schon sein, was Scharfes. Und zum Nachtisch gibt es bei mir noch eine Melone. Also danke für die großartige Unterstützung auch auf Facebook. Und ja, wie gesagt, war eine tolle Erfahrung. Ciao.